0-2 jetzt gegen HSV U21. Wie fällt dein Fazit zum Spiel aus? Ich glaube, dass man schon gesehen hat, warum der HSV da war so weit oben ist und wir letztendlich im Abstiegskampf sind. Ich finde, in der ersten Halbzeit hat der HSV zwei Aktionen gehabt. Zweimal rettet uns so ein bisschen der Pfosten. Wir hatten, glaube ich, mehr Spielanteile. Wir hatten richtig viele Umschaltmomente. Aber es macht jetzt wenig Sinn, jedes Mal das Gleiche zu erzählen. Wir machen in den Umschaltmomenten einfach das Tor nicht. Das haben wir gegen Norderstedt gemacht. Diesmal machen wir es nicht. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit sind wir ganz gut drin, verteidigen einfach im Strafraum nicht so aggressiv, wie wir brauchen. Dann geht der erste Schuss des Gegners rein. Waren wir ein bisschen angefasst danach, haben eine Riesenchance von Fabian Graudenz, wo wir einfach genau diese Probleme, die wir letztendlich nachher schon in der ganzen Saison haben, dass wir ein Tor erzielen wollen, nicht der Fabian Graudenz, also die Jungs, die dahinter sind, einfach warten, das nicht richtig nutzen und dann kriegen wir das 2-0. Ich glaube, wir haben uns vernünftig verkauft, wir haben Möglichkeiten gehabt, aber wir haben einfach keine zwingenden Torchancen, die wir dann reinmachen und dann so geht das Spiel nachher 2-0 aus für den Gegner. Wie schwer fällt es dir und der Mannschaft, diese Niederlagen momentan wegzustecken? Ja, das wird man sehen, wie schwer es ihr fällt. Wir haben uns viel vorgenommen, das hat man auch gesehen. Ich glaube, momentan ist erstmal eine große Enttäuschung, ein Spiel, was man nicht verlieren muss, so anzugehen. Und deswegen müssen wir erstmal abwarten, das Spiel nochmal angucken. Jetzt haben wir natürlich ein Spiel, wo es jetzt auch keine großen Ausreden mehr gibt in Emden. Da müssen wir das Spiel gewinnen, um einfach in diese richtige Richtung wiederzukommen.